Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider auf dem Konfi-Kanal hier im geothermalen Tal. Ja, im letzten Part haben wir ja hier dieses geheime Grab, das alte Krankenhaus da besichtigt. Können wir was einsammeln? Nö. Und ich würde sagen, jetzt sind wir hier anscheinend erstmal ein bisschen wieder auf dem aktuellen Stand. Von daher können wir uns jetzt mal Richtung Hauptmission begeben. Mal schauen, das war doch hier unten jetzt irgendwo, ne? Ist jetzt ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Genau da hinten. Denn wir müssen uns ja noch auf den, ja, leider Gottes wohl Krieg vorbereiten. Trinitys Truppen werden wohl hier das geothermale Tal früher oder später in naher Zukunft stürmen. Und dann müssen wir noch ein paar Vorbereitungen machen. Was ist denn da noch so? Da kommt doch auch irgendwo hin. Das sieht interessant aus. Das möchte ich mir jetzt einfach mal anschauen, ob es was Interessantes gibt. Kommen wir da überhaupt hoch von hier? Sieht gar nicht mal so aus. Aber wieso kann ich dann hier rüber? Nun gut. Aber langsam mal erstmal wieder zurück und schauen, was denn jetzt. Ach, was wir da gehört haben, so eine Art Horn oder so, was die hier geblasen haben, weil dahin sind Leute lang gerannt. Wurden wohl die Truppen gerufen, wie es aussieht. Dann gesellen wir uns doch einfach mal dazu. Und ein optionales Herausforderungsgrab ist in der Nähe, okay. Ist das etwa das, wo ich da hingeguckt habe? Da oben das? Tatsächlich, da ist ein Grab. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Okay. Verstanden. Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Oh, hallo. Hi. Grüßt euch. Hi. So, können wir doch nochmal reden. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Ich grüße Sie. Hi. Okay, aber irgendwie müssen wir uns doch nützlich machen können. Haben wir irgendwas gesagt mit Feuer entzünden und Munition verstecken und sowas? Können wir das nicht machen? Genau so. Glaub mir, das funktioniert. Schauen wir mal an, ob wir jetzt da hinten noch in das Grab hineinkommen von hier. Ob wir da schon rein können oder ob uns da noch irgendwie etwas fehlt. So, okay, vielleicht von hier. So, da oben. Da oben. Hier ist nur Wasser. Schauen wir mal hier durch, durch den Tunnel. Wer bist du denn? Hallo. Hi. Sie sind doch mit Jacob gekommen. Ja, das bin ich tatsächlich. Okay, von hier scheint es einfach da hoch zu gehen. Schauen wir uns jetzt, wenn wir da reinkommen, zwei Gräber hier hintereinander an. So. Tauchsprung. Ne, ich möchte nicht tauchen gehen. Ich möchte das Grab erkunden. Das nächste optionale Grab. Fehlende Ausrüstung. Drahtseil. Okay, dann können wir es noch nicht erkunden. Dann dauert das noch ein bisschen. Drahtseil brauchen wir dazu. Okay, wieder ein neuer Stuff hier. Aber hätte ich mir schon gedacht, so gleich zwei Gräber hintereinander, die man instant erkunden kann. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, dann haben wir die nächste genaue Aufgabe. Untersuchen Sie das Tal, heißt es noch. Okay. Vielleicht können wir uns ja doch noch irgendwie nützlich machen. Die gute Sophie so von uns überzeugen, dass wir es auch wirklich ernst meinen und helfen wollen. Ist das hier eine Karte für uns? Nee. So, jetzt kratze ich mich noch kurz an der Nase und dann. Oh, Vogel. Und Kiste. So, da hoch gucken wir jetzt mal, okay. Und hier ist das Ruinenlager.
Lara was zu erzählen? Trinitys Anwesenheit, die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Oh Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Denke ich auch. Zumindest habe ich die Chance, ihm zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Ja, glaube ich auch, dass Trinity den Ort früher oder später auch alleine gefunden hätte. Da muss ich die gute Lara keine Vorwürfe oder Lara, so machen. Ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist bald über das Tal verstreut. Wenn sie das Signalfeuer entzünden, wissen sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Ja, hab ich. Sobald das Feuer brennt, werden sie wissen, was zu tun ist. Hab ich doch vorgeschlagen, wir können ja das Signalfeuer entzünden. Da oben ist es. Entfachen sie das Signalfeuer auf dem Turm. Vorher möchte ich immer noch mir die alten Ruinen kurz angucken. Das sieht nämlich ganz interessant aus. Hier war auch irgendwas. Ach, da. Ein Überlebensversteck. Ja, zwei Fälle, sehr schön, die können wir gut gebrauchen. Da geht's vermutlich bloß da hoch. Also, ist der Vogel jetzt gegen meinen Kopf geflogen? Okay. So, was gibt's hier sonst noch was Schönes in den Ruinen? Außer jede Menge Hühner und Küken und Vögel. Sieht nicht so aus. Da kommen wir zum Signalfeuer rüber. Ist denn da oben noch was Interessantes für uns? Ein Verbündeter mit einer optionalen Mission ist in der Nähe. Bist du das? Wir wissen, was hier zu tun ist. Wir haben das erwartet. Nö. Wer hat denn hier eine optionale Mission für mich? Wo ist denn hier einer? Da oben irgendwo? Was ist denn hier? So, jetzt möchte ich mal gucken, was hier oben so Feines ist. So. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ah, hier ist er. Ich muss Sie um etwas bitten. Gerne doch. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben Sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder, auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber jetzt könnte ich Ihre Hilfe brauchen. Alte Geheimnisse, die byzantinische Münzen, jedes Grab, Sacra Umbra Outfit, alle Gräber, okay. Nehmen wir auf jeden Fall an. Die Späher sagen mir, sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben, mit uns? Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel, nur diese alten Münzen. Wenn Sie Gold brauchen können, gebe ich Ihnen welches für jedes entdeckte Geheimnis. 50 Münzen. Das hat ja gerade so ein bisschen was von Skyrim, finde ich irgendwie. Aber okay, wir sehen, das war so eine allgemeine Aufgabe. Ja, neun Gräber habe ich schon erzählt, dass es die gibt. Wenn wir alle entdecken, bekommen wir für jedes Grab von der guten Dame hier ein bisschen Geld. Also das ist eine Aufgabe, die sich jetzt übers komplette Spiel streckt, die wir jetzt nicht einfach so machen können. Die Anhänger des Propheten flohen, doch sie wurden angegriffen. In Syrien. Griechisch nochmal gelevelt, ja. 50 Münzen gab es jetzt für die 5 Gräber, also vermutlich für jedes Grab 10 Münzen. Dann kommen wir ja von der Dame dann im Laufe des Abenteuers nochmal 40 Münzen. So, hier ist wieder ein schöner Monolith. Können wir den übersetzen? Ist eine Art nee, Grieche Stufe 7. Ach Gott, da müssen wir noch ein bisschen... Aber ich kann es nicht genau erkennen. Ja, da müssen wir noch... Gibt es ja sonst noch was Feines hier oben? Ein optionales Herausforderungsgrab. Das ist bestimmt... Das hier meinen die, ne? Ja, das ist die... Ne, das ist noch eine... Mission, die wir annehmen können. Da unten ist noch eine Mission verfügbar. Das ist doch da, wo wir schon mal die Drohnen abgeschossen haben. Die hat noch eine Mission für uns. Ja, das müssen wir uns noch mal anschauen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Signalfeuer und dann müssen wir uns da unten die Mission noch mal anschauen. Die ganzen Missionen würde ich eigentlich schon gern mitnehmen wollen. 2 von 4 haben wir ja abgeschlossen. Die dritte haben wir angenommen. Dann müsste das da unten noch die letzte Mission für dieses Gebiet sein. Ja, schön. MP Teil 3 von 4 und ein Fähigkeitspunkt. So, darüber müssen wir, ne? Und dann da hoch, genau.
Ich müsste eigentlich mal in der Karte in den anderen Gebieten, wo wir überall waren, mal gucken, ob wir da nicht noch irgendwo. Sie waren also in ja, da war ich schon ein paar. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Nee, alle haben wir noch nicht. Wir müssten mal gucken, ob wir in den letzten Gebieten, wo wir überall waren, auch schon alle Missionen abgeschlossen haben. So, wo können wir uns denn jetzt hier? Hier können wir uns festmachen. So. Dann ab nach unten. Dann kümmern wir uns jetzt mal um das Signalfeuer. Und die ganzen Einwohner hier zu warnen. Ich meine, gut, theoretisch müsste sich das jetzt mittlerweile auch schon rumgesprochen haben. Dass Angriff von Trinity bevorsteht, aber man weiß ja nie. Was ist denn da oben für eine schöne Ruine? Sieht ja auch interessant aus. Da möchte ich hin. Ah, da können wir bestimmt auch noch hin. So. Jetzt nach unten. Festhalten. So. Rüber. Sehr schön. Okay. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh. Da muss ich zugeben, habe ich mich verdrückt. So, aber starten wir gleich wieder hier. Da habe ich die falsche Taste erwischt. So, jetzt kommt das hier wieder runter. Wieder übers Trapez darüber. Nein, nicht springen, aber klettern. Gibt keinen Grund zu springen. Mit Springen kommen wir hier nicht weit. So. Dann hier wieder runterfallen lassen. Einhaken. Und ran. Wieder hier rüber. So, und diesmal Konzentration. Na, stößt dich nochmal ab. Sehr schön. So, aber hier prickelt auch schon wieder alles. Ganz gefährlich. Oh Gott. Sind denn die immer hier hoch? Oder ist das das erste Mal, dass das Signalfeuer quasi entzündet werden muss? Oder vielleicht das erste Mal in langer, langer Zeit? Oh Gott. Aber hier kommt doch keiner mehr hoch. Das müsste dann auch das letzte Mal sein. Der Weg sieht hier nicht mehr wirklich sicher aus. Können wir da hin? Ja. Okay. Nicht nach unten gucken. Wow. So. Ah, schön, mal wieder eine kleine Kletterpassage hier zu haben. So, was haben wir denn hier so Feines? Neue Ausrüstung erhalten, die Ölflasche. Okay, was auch immer wir damit machen können. Und zwar Feuerpfeile herstellen. Die Ölflasche ermöglicht die Herstellung von Feuerpfeilen. Feuerpfeile können Stoff, Sprengladungen und Feinde ohne Rüstung entzünden. Wählen Sie Feuerpfeile aus, indem Sie mehrmals Steuerkreuz nach oben drücken, bis das Feuersymbol erscheint. Zur Herstellung von Feuerpfeilen benötigen Sie Stoff, Öl und normale Pfeile. So, jetzt habe ich Feuerpfeile und das sind Giftpfeile. Okay. Ist hier noch was in dem Kasten drin? Sieht nicht so aus. Ich nehme mal so einen Feuerpfeil. Werden wir dann auch gebrauchen, um da oben das Signalfeuer anzumachen. So. Hoch. Das hat gerade irgendwie richtig was. Also nicht jetzt hier das Gameplay so, aber das Design so ein bisschen irgendwie von Skyrim, keine Ahnung. Das Volk hier sieht auch so ein bisschen von der Kleidung her ein bisschen mittelalterlich aus und so. Ach Gott, das hält doch sowieso nicht. Das hält doch nicht. Oh Gott. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ach Gott, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. So, Feuerpfeile ausrüsten. Okay, wir müssen das von hier machen, wie es aussieht. So, Signalfeuer brennt. Danke, Lara. Bitteschön. Ich gebe Ihnen Zeit für die Evakuierung. Wir treffen uns oben im Dorf. Ich sammle unsere Truppen hier. Okay. Aber bevor wir uns mit Jacob oben im Dorf treffen, würde ich sagen, schauen wir uns dann da unten nochmal die Nebenmission an. Ach hier, an diesem gelben Kant können wir jetzt Öl nachtanken, okay. Können wir Öl auffüllen. Gut zu wissen. Wir haben die ja schon öfters mal gesehen. Ich dachte, das wären einfach nur jetzt Deko-Objekte. Ah, an denen können wir unser Öl nachfüllen. Sehr schön. Die Kannen bleiben auch immer da, wo sie sind. So, die Mission. Ich habe es auch noch nicht gelernt mit den richtigen Knöpfen. So, da unten ist noch eine Nebenmission, die möchten wir uns noch ansehen. Lassen wir die auch alle mitnehmen. Die wird nämlich bestimmt auch noch der Verteidigung des Dorfes dienen.
Und das hilft uns ja theoretisch auch nur weiter. Hier gibt's nochmal Bergungsgut. An dem Feuer können wir jetzt noch unseren Fähigkeitspunkt verteilen. So, was haben wir denn noch so? Ah, wir können jetzt auch schon in die dritte Ebene. Sehr schön. Überlebensinstinkte zeigen Relikte, Dokumente etc. in der Nähe an. Verbessern Sie Feuerpfeile, um die Reichweite des Brandsatzes zu vergrößern. Erhöhen Sie Größe und Dauer der Giftwolke. Okay. Hier haben wir drei Pfeile gleichzeitig abfeuern. Bogenexperte. Bogenexekutionen aus kurzer Distanz. Pistolenexekutionen. Und Gewehrexekutionen. Gut, brauchen wir nicht unbedingt. Herz aus Stein. Erheblich weniger Schaden durch feindlichen Beschuss. Das ist eigentlich sehr nützlich. Nach einem lautlosen Kill kurzzeitig keinen Schaden nehmen. Ist auch sehr nett. Der Ausweichkillmeister sowieso. Kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde, wenn sie im Kampf Wunden versorgt haben. Also eine kurze Zeit Immunität nach dem Heilen. Die sind eigentlich alle vier hier, geil. Ich glaube, die nächsten vier Fähigkeitspunkte lassen wir alle hier. Nehmen wir erstmal die bessere Verteidigung, dass wir mehr aushalten. Und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt nochmal zur Nebenmission. Die war da unten. Können wir noch was sammeln? Nee. So, hier unten, was haben wir denn hier noch für ein Haus? Was haben wir denn hier noch für ein Haus? Gibt es hier auch noch was Schönes drin? Gibt es doch bestimmt irgendwas. War da drin nicht was? Hier können wir doch aufziehen. So, da habe ich doch was Leuchten gesehen. Zwei Stoff und ein Erz. Öl war auch noch drin, ist aber voll. Mehr aber auch nicht. Na, immerhin. Wir wollen nicht meckern. Und da haben wir unsere Nebenmission. Ja, ich glaube, das ist die Drohnentante. Mal schauen, was sie noch von uns will. Ich würde sagen, das finden wir dann einfach mal im nächsten Part heraus. Ich hoffe, ihr schaltet dann morgen wieder ein. Bis dann.